Ja, vielen Dank, Erhard Schärfer, ins Willy-Brandt-Haus. Also die SPD geht in die Opposition, versucht sich dort auf den Oppositionsbänken zu erneuern. Das bleibt den Grünen vermutlich erspart, denn möglicherweise wird es ja ein Jamaika-Bündnis geben unter Beteiligung der Grünen. Ines Arland steht vor der Parteizentrale heute. Ines Arland, die Grünen haben ja auch aus ihrer Sicht überraschend positiv abgeschnitten. Mit welchen Forderungen werden die denn in diese sogenannten Sondierungsgespräche gehen? Hans-Werner, diese Frage und andere können wir gleich weitergeben an die parlamentarische Geschäftsführerin der Bündnis-Grünen-Fraktion, zumindest der bisherigen, Britta Hasselmann, und vielleicht auch der künftigen. Aber diese Fraktionssitzung gibt es erst morgen. Sie sind eingekommen an Nummer 6. Mit Nummer 3 haben Sie mal geliebäugelt. Sind Sie jetzt enttäuscht oder ist es trotzdem noch ein guter Tag? Es war gestern ein guter Abend für uns, weil wir haben in der ganzen Zeit vorher mit viel schlechteren Ergebnissen gerechnet. Und auf den letzten Metern hat man dann aber gesehen, dass uns die Luft auf gar keinen Fall ausgegangen ist, sondern wir sehr viel Zuspruch erlebt haben für unsere inhaltlichen Themen und unseren inhaltlichen Wahlkampf mit dem Thema Klimaschutz und Gerechtigkeit. Und da wird es jetzt spannend. Die SPD steht nicht zur Verfügung. Das heißt, Jamaika ist jetzt im Moment die einzige bespielbare Möglichkeit. Sie sind in der Verantwortung, ernsthaft in Gespräche zu gehen. So hat es, glaube ich, Ministerpräsident Kretschmann gestern Abend schon ausgedrückt. Man muss natürlich fragen, mit welchen Forderungen gehen Sie rein? Ja, für uns ist ja völlig klar, dass jetzt alle demokratischen Parteien miteinander sprechen müssen. Das haben wir vor der Wahl unseren Wählerinnen und Wählern, den Bürgern gesagt. Wir werden uns darauf einlassen, wenn es zu so einer Situation kommt, Gespräche zu führen. Das machen wir wahrscheinlich ja jetzt auch. Heute tagen erstmal alle Gremien. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Wichtig ist aber für uns, dass klar ist, dass von dem, was wir im Wahlkampf versucht haben zu setzen, nämlich die Klimaschutzthemen, die Gerechtigkeitsfragen, den europäischen Zusammenhalt, dass wir von diesen konkreten Projekten, die wir haben, dann natürlich auch für den Fall, dass es zu Sondierungen kommt, Dinge durchsetzen können, einbringen können. Das werden jetzt die nächsten Tage zeigen. Okay, also sagen wir so, bei bestimmten Dingen, die Sie angesprochen haben, Klimaschutz, hat ja Per Lindner, der FDP-Parteivorsitzende, ihrer Spitzenkandidatin gestern ja schon in öffentlicher Runde versichert, dass er bei Paris keineswegs ein Fragezeichen dran macht. Also da sind Sie schon fast zusammen. Ich glaube, etwas komplizierter könnte die Zusammenarbeit und das Zusammenkommen mit der CSU werden. Im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, mit der vierten Partei in Jamaika. Was halten Sie denn von der Obergrenze? Also für die Obergrenze ist vollkommen klar, wir haben immer deutlich gemacht, wir lehnen die klar ab. Es gilt das Grundrecht auf Asyl. Dieser Vorschlag von Horst Seehofer war ja noch nicht mal in der CDU durchsetzbar. Er verstößt auch gegen das Grundgesetz, denn eine Obergrenze im Grundrecht auf Asyl kann es so nicht geben. Das müsste eigentlich auch Horst Seehofer wissen. Also das wird es mit den Grünen nicht geben. Das haben wir vor der Wahl deutlich gemacht. Das lehnen wir ab. Und wir werden jetzt ganz in Ruhe erstmal sprechen und die nächsten Tage auch ganz in Ruhe austarieren, wie es weitergeht. Vielen Dank, Britta Hasselmann, für dieses Gespräch, parlamentarische Geschäftsführerin der Bündnis-Grünen-Fraktion, die ungefähr in gleicher Größe zurückkommen wird. Also in Ruhe und Ernsthaftigkeit und mit staatspolitischer Verantwortung, das war auch ein Wort, was man gestern auf der Wahlparty hören konnte, gehen die Grünen in diese neue Optionslage für Sie. Obwohl Sie kleinste Fraktion werden, können Sie ganz vorn mitspielen, wenn die Bedingungen stimmen. Damit zurück zu Ihnen, Hans-Werner Fittkau, nach Bonn.